Ja, Hallöchen, Dogmeat. Der steht so schön süß vor mir. Und natürlich Hallo an alle da draußen auch, die wieder mal dabei sind und einschalten zu Fallout 4. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier in Diamond City. Haben das ja letzte Folge endlich mal entdeckt. Wir sind also storytechnisch ein bisschen vorangeschritten. Und haben dann außerdem noch Hardware Town besucht und Farbe für diesen Wall geholt. Nun habe ich natürlich offscreen mal ein kleines bisschen was gemacht, bezüglich wieder entrümpeln natürlich und Zeug zerlegen und in die Werkstatt schaffen und und. Also nichts weiter Wichtiges, nichts Spannendes. Es hat mich insgesamt bestimmt jetzt eine Stunde an Zeit gekostet, ja. Also etwa eine Stunde war ich damit beschäftigt, jetzt Sachen wegzuschaffen und zu holen und zu machen, alles drum und dran. Aber das mache ich ja immer extra deswegen offscreen, damit ihr euch das nicht antun müsst, weil das einfach wirklich stinklangweilig ist. Einfach nur hin und her reisen, Sachen holen, weglegen, zerlegen und so weiter. Jedenfalls fiel mir dabei auf, dass ich in unserer Werkstatt da na, wie heißt denn, Abernathy Farm, noch gelbe und blaue Farbe hatte. Also habe ich gedacht, ich mische die mal zusammen und ja, nun habe ich noch mehr grüne Farbe und der Typ ist gerade nicht hier. Jetzt wollte ich sie ihm eigentlich geben. Da hätte man nämlich dann noch ein bisschen Geld für bekommen. Aber ist ja nicht weiter schlimm, es wiegt ja auch nichts. Und das Gerät, was ihr hier seht in meiner Hand, habe ich außerdem auch zusammengebaut. Ich habe da gefunden ein Jagdgewehr. Ich zeige euch das mal eben. Das lag nämlich da noch rum in der Wicked Chipping? Nee, nicht Wicked Chipping, Mensch. Hier Hardware Town, wo man die Farbe zusammenmischen konnte. Da lag die Waffe noch rum. Ich habe die noch ein bisschen ausgewertet. Aufgewertet meine ich doch. Das Jagdgewehr ist das. Ist natürlich keine Schnellfeuerwaffe in dem Sinn, ist eigentlich eher was für eine etwas höhere Distanz. Allerdings mit dem Bajonett dran, denke ich, tut dies auch ganz gut auf kurze Distanz, dass man mal einen Gegner im Nahkampf gut damit ausschalten kann und vorab vielleicht schon mal einen Schuss setzen kann, dass er gut verwundet ist. Ja, ansonsten waffentechnisch hat sich nichts weiter getan. Ich habe mal Springmesser weggelegt. Ich habe wirklich mein Gewicht jetzt reduziert auf möglichst wenig. Ich trage jetzt also nichts mehr mit mir rum, was ich nicht brauche. Außerdem bin ich aus der Lederrüstung raus und bin auf die Metallrüstung umgestiegen, sodass ich jetzt deutlich höhere Schadensresistenz habe, was ballistischen Schaden angeht, aber die Energieresistenz ist natürlich geringer. Ich habe da auch diesmal auf Leichtbau statt Taschen. Ich kann also 40 Kilo weniger oder was auch immer das ist, 40 so eine Gewichte da weniger tragen, kann mich dafür aber mit der gesteigerten AP-Anzahl länger schnell vorwärts bewegen. Das ist insofern schon mal nicht schlecht. Und ich habe auch eine Militäruniform angelegt, die hat wiederum mehr Energieresistenz. Es sollte also die Lederrüstung ein bisschen ausgleichen und der Armeehelm passt jetzt auch insgesamt zum Setting. Es sieht also schon mal etwas besser aus als vorher. So rennen wir jetzt ins Ödland. Nur so viel mal dazu. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. 3 Minuten sind nämlich schon wieder sinnlos rum. Ich wollte euch das nur mal mitgeteilt haben. So, gut, womit machen wir denn weiter? Letztes Mal sind wir storytechnisch ein bisschen weitergegangen, also denke ich mal. Gehen wir doch mal. Ich denke mal, wir können ja mal wieder. Wie heißt es denn? Hier steht noch eine Bruderschaft. Ein bisschen weitermachen. Wir gucken mal. Verschollene Patrouille. Das war ziemlich weit oben. Aber ich glaube, Semper Invicta unterstützte das Erkundungsteam der Bruderschaft. Das war, glaube ich, nicht so weit weg vom Polizeirevier, ne? In der Tat. Da gehen wir doch mal hin. Das ist doch drin. Absolut. Also diese Folge mal wieder ein bisschen stiller Bruderschaft und mal gucken, wie wir denen so weiterhelfen können. Mal gucken, was die da so für Sorgen und Ängste und Nöte haben. Ich habe mir auch mal die stählerne Bruderschaft-Uniform angeschaut. Sieht auch sehr hübsch aus. Allerdings kann man die nicht mit oder beziehungsweise unter einer Rüstung tragen, wie zum Beispiel die Metallrüstung. Daher ist die dann im Endeffekt deutlich schwächer. So, jetzt habe ich natürlich versehentlich gleich mal die Waffe gezogen. Ja, ich stürm da rein, ich mähe alles nieder und dann ist der Bruderschaft nicht mehr geholfen. Und ich kann keine Quests mehr annehmen, alles gut. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen mal gucken. Irgendwas muss es ja hier geben. Hier läuft wer rum. Der. Ach, der Typ. Mit dem will ich eigentlich nicht reden, weil der sich irgendwie immer so scheiße verhält. Aber egal. Was Hey, soll's. gut. Raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Haha. Wenn du das wüsstest, mein Freund, dann wärst du ein bisschen schlauer, ne? Nein, ich habe langsam Schnauze voll, immer zu auf Konfrontationskurs mit dem zu sein. Ich gebe ihm mal eine einigermaßen anständige Antwort. Jetzt mach mal halblang. Dir kann ich es ja gar nicht recht machen. Recht machen? Darum geht es hier gar nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was du hier willst. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter?
was ich hier will und warum ich noch hier bin. Also ich will dicke, fette Wumme und Stahlrüstung und alles Mögliche und ich bin noch hier, weil ich irgendwas Interessantes tun will. Ja, mir trauen. Was kann ich dir sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten. Nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Na, aber sicher. Gib mir was zu tun. Ich lasse mal Taten sprechen, mein Freund. Ich bin sowas von bereit. Bereit. Dann hör zu. Ob es dir gefällt oder nicht, eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Jawohl, das mache ich. Das klingt nach Spaß. Letzte Folge viel Storytechnisches und Gequatsche und deshalb gab es nicht so viel Action außer in der Hardware Town. Deshalb machen wir jetzt mal ein bisschen Vernichtungs-Action. Klingt doch super. Reinigung des Commonwealths. Säubere College Square. Das war doch der Platz hier direkt davor, ne? Ja, wo die Ghoule immer respawned sind. Genau. Das mache ich jetzt. Halt für eine gute Idee. Ich musste ein bisschen lachen, als er meinte Müllbeseitigung. Ich meine, er trägt nun schon einen orangenen Anzug. Passt ja ganz gut. Ja, daran erkennt man, dass die für die Müllbeseitigung hier zuständig sind. Ja, und an mich hat das jetzt übertragen. Ich renne in grün rum und nicht in orange, aber egal, ich mache das einfach mal. Los geht's. Ich will mal direkt mal das schöne Gewehr ausprobieren, werde aber dann trotzdem natürlich versuchen, ein bisschen mehr in den Nahkampf umzuschwenken. Weil das wollte ich ja sowieso mal machen. Oh yeah! One shot down! Alter Schwede, mit einem Treffer. Wie gut! Ja, die haut gut rein. Auf Distanz auf jeden Fall. So, dann wollen wir doch mal. Wo sind denn die lieben Ghoule? Hier müssen ja irgendwo noch welche sein. Ich sammle jetzt hier erstmal nicht so viel auf. Momentan habe ich nicht so den Bedarf. Ich will jetzt erstmal hier so ein bisschen die Gegend reinigen. Ich muss ja aufräumen. Ich gucke natürlich trotzdem ein bisschen durch, vielleicht finde ich das ein oder andere schöne. Aber im Großen und Ganzen werde ich jetzt hier mehr töten, als dass ich irgendwas aufsammle. Natürlich im Dunkeln, wie gut. Bietet sich ja quasi an, hier im Dunkeln rumzurennen, wenn die Ghule unterwegs sind. Ich glaube, die sind nachts stärker, oder? Aha, ich habe hier gerade schon Schritte gehört. Wahrscheinlich über mir. So wie es klingt. Was? Alter! Wo kam der her? Da kam ich doch gerade die Treppe hoch. Das kann gar nicht sein. Oh, alter Schwede. Okay, da reicht wahrscheinlich meine Reichweite nicht mehr aus. Oh, er hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt, der Gute. Boah, ey, das könnt ihr nicht machen. Hier war auch gerade noch irgendwo ein rotes Pünktchen. Hier muss also noch irgendwo einer sein. Ach, da. Komm schon. Wir wollen den Nahkampf. Aua, der hat mich auf jeden Fall schon mal erwischt. Das war natürlich nicht so cool. Aber egal. Wir können das ab. Uns macht das gar nichts aus. Ja, auch wir haben schon 99 plus Haarklammern. Der Wahnsinn. Wir haben schon so viel angesammelt über die Zeit. Das ist, ja. Da können wir hier alles aufknacken, was wir wollen. Metallrüstungshelm. Klasse. Der hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich die komplette Metallrüstung. Ist der besser? Naja, eine Energieresistenz auf jeden Fall. Schadensresistenz hat er eins weniger. Aber egal, ich mache das trotzdem einfach mal. Mal gucken, wie das aussieht, das Ganze.
Na gut, der Armeehelm passt zu dem Setting ein bisschen besser. Aber einfach, damit ich die komplette Metallrüstung habe, lasse ich das jetzt mal so. Ordner. Der Besen. Der Besen ist es gewesen. Den möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. War ich das? Nein. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Wobei doch, ich glaube, ich war hier schon mal in der Nähe. Boah, hier ist so viel Zeug. Ach Mensch, ich hätte eigentlich gleich mal, wenn ich schon bei der Ebernessy Farm war. Huh, was? Auf meiner Höhe? Wo? Wo ist der Bastard? Ich sehe ihn nicht. Wenn ich bei der Ebernessy Farm schon mal war, da hätte ich eigentlich, wenn ich mal mitgedacht hätte, gleich eine Nuka-Cola holen können für den Typen in Diamond City. Da drüben schon. Alter, wie oft habe ich dieses Gebäude schon bereinigt, ne? Gut, da war das Timing nicht so toll. Noch irgendwo ein Ghoul? Komm raus, wo auch immer du steckst. Aua. Das ist so blöd, ne? Bei den Ghoulen weißt du auch nie so richtig, wie die reagieren. Manchmal kommen sie dir entgegengestürzt, manchmal machen sie nichts. Das ist so unwahrscheinlich schwierig, die im Nahkampf zu machen. Ah, vielleicht auch eine Gewohnheitssache. Ah, ich bin schon auf jeden Fall vorbei an der Stelle, wo ich hin muss, tatsächlich. Ich dachte, ich muss hier draußen alles aufräumen, aber dem ist scheinbar nicht so. Ich muss wohl irgendwo anders hin. Hier runter, so wie es aussieht. Ja. U-Bahn-Station. Na, das ist doch bestens. Ich glaube, ich werde mich jetzt mit Sicherheit x-mal erschrecken, weil irgendwoher ein Ghoul gestolpert kommt, weil die U-Bahn-Station, wer es kennt aus älteren Fallout-Teilen, die sind oftmals sehr, sehr unübersichtlich und es ist unwahrscheinlich schwierig, hier durchzublicken. Hier liegen schon so viele rum. Die stehen doch 100 pro gleich alle auf, wenn ich loslaufe. Der schon mal nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Raider? Naja, für den hat sich's ausgeraidet, würde ich mal sagen. Schade, keine Nuka-Cola. Leider keine Nuka-Cola, muss ich sagen. Ich hätte gerne eine gehabt für den Typen. Aber das war wohl nix. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo eine. Wird es noch irgendwo eine Nuka-Cola geben? Huch. Was, kann ich mit dem fahren? Ne, sieht nicht so aus. Na egal, wir gehen zu Fuß. Wir machen das schon. Ich hatte mich hier natürlich ein bisschen mehr am Schleichen. Boah, das war knapp. Den habe ich gerade so noch gesehen. Was hätte mich denn wieder erwischt, wenn ich jetzt hier durchgelaufen wäre? Aber ich sehe gar keine Falle. Ich sehe bloß ein Stolperdraht. Ach, hier, eine provisorische Bombe. Alles klar. Boah, da hätte es mich aber wieder voll zerlegt jetzt. Da wäre ich bestimmt wieder tot gewesen. Obwohl, ich weiß nicht, ob vielleicht die Metallrüstung den Schaden so sehr reduziert hätte, dass ich es nicht gemerkt hätte. Gut, ich höre ihn doch. Komm schon. Auf dem Männerklo, ich sag's euch. Ja. Mann, wie kannst du? Du hast mich überhaupt nicht kommen sehen, Mann. Das ist so nervig. Haha, diesmal habe ich mit gerechnet, Kollege. Du bist sowieso schon rumgetäukelt wie ein Betrunkener. Auf dem Männerklo sind Ghule. Mal gucken, was auf dem Damenklo ist. Ich will es gar nicht wissen. Ach ja. Das wär's. Okay, wir sollen uns nicht an Türen lehnen. Danke für den Sicherheitshinweis. Auf jeden Fall, die automatische Sprechfunktion hier, die funktioniert noch. Die Bahnen sagen, komm noch. Also für Sicherheit ist gesorgt schon mal. Boah, ein Babywagen. Da ist ein Babyghoul drin, pass auf. Für was?
Oh. Du hast dich wohl das letzte Mal gespritzt. Naja, Pech gehabt. Teddybär! Schon wieder Ted. Nur leider diesmal nicht mehr auf der Toilette. Ach ja, das war schon schön, wie er da so saß. Sehr, sehr lustig, auf jeden Fall. Hatte Unterhaltungswert. Oh ne. Was ist mit dir? Du hättest so warten können, ich wäre auch rumgekommen. Ist gar kein Problem. Den mache ich direkt mal kaputt. Ja, ja. Oh, verbrannte Comics hier. Grognak und so weiter. Schade, dass die alle verbrannt sind. Die hätten mir mit Sicherheit viel weitergeholfen. Aber ich habe Angst, dass hier jetzt noch irgendwelche Fallen sind. Weil ich vorhin schon eine gesehen habe. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich gehe hier rein, mache ein paar Ghule tot und gehe wieder raus. Aber jetzt muss ich hier doch wieder aufpassen. Nicht, dass ich wieder irgendwo reinrenne, wo ich nicht reinrennen will. Und so viel zum Thema. Ich nehme jetzt nicht so viel mit, sondern ich mache einfach mal sauber, ne? Ja, solange wie absehbar ist, dass ich die Quest, beziehungsweise die Aufgabe... Och, Dogmeat. Dass ich die Aufgabe noch in dieser Folge schaffe, ist alles okay, denke ich mal. Also das ist auf jeden Fall das Etappenziel. Nuka-Cola! Sehr schön. Boah, was? Experte? Da komme ich wieder nicht rein. Und vor allen Dingen ist die rot. Warum ist die rot? Das ist doch Mist. Das ist ja, als würde ich quasi einbrechen. Oder wohnt hier noch jemand? Oh, da ist ein Protektron. Der könnte mir natürlich helfen bei der U-Bahn-Station hier. Hier ist auf jeden Fall noch nicht alles geplündert. Das ist schon mal zu sehen. Hier liegt überall noch das Vorkriegsgeld rum und alles. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute immer noch... Okay, ich nehme es selber mit. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich... Es ist jetzt nicht zwingend noch nützlich, aber wahrscheinlich die meisten sagen sich so, naja, wenn es irgendwann mal wieder eine Währung gibt, dann habe ich hier die ganze Kohle und so. So werden die voraussichtlich denken. Und da ist Öl. Bevor das schief geht, mache ich es mal lieber gleich. Ja, so, dann wollen wir mal gucken, was hier abgeht hier unten. Hehehe. Den habe ich voll erwischt. War ja mal wieder klar. Lass mein Hund in Ruhe! Ihr Mistkrepel, ihr. Eigentlich wollte ich das schön da durchschmeißen, aber irgendwie mit Molotows werfen habe ich es nicht so. Du auch noch? Mann, warum bist du schneller wie ich? Gibt's doch wohl nicht. Aber ich kann auf jeden Fall mit der Metallrüstung ganz schön. Warum bewegt sich das Ziel? Ach so, weil ich die Ghule eliminieren soll. Ist das schon der letzte? Nee. Kann ja gar nicht sein. Das wäre ein Ding. Jedenfalls kann ich schon eine ganze Menge Treffer mehr kassieren jetzt, ohne da Probleme zu bekommen. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Warst du das, Dogmeat? Ich war's nicht. Tatsächlich. Das war's schon? Das ist ja ein bisschen... Also, da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Action erwartet hier unten. Schlüssel zur College Square Station. Aber ich bin doch schon drin. Oder ist das der Schlüssel für da oben, wo ich nicht reinkomme, weil Meister und... weil... fremde Tür. Bergbauhelm, immer schön. Nehme ich gerne für meine Siedlungen. Ah, okay, der war für hier der Schlüssel. Also ist er voraussichtlich nicht für dort oben. Ich war auch ganz erstaunt gewesen. Ich war ja nochmal in Hardware Town gewesen, wie vorhin gesagt. Und, hä, da sitzt doch noch ein Ghoul. Oder ist das ein Toter? Ach, sah aus wie ein Ghoul. Jedenfalls war ich in Hardware Town gewesen. Und ich war regelrecht erschrocken, wie viele Sachen ich da einfach übersehen habe. Wenn man jetzt so im Let's Play ist, dann übersieht man wahrscheinlich doch noch sehr, sehr viel, als wenn man das nachträglich nochmal ausräumt. Was hat er denn? Sturmfeuerzeug. Hier ist überall Öl, ey. Wenn hier irgendeiner schießen würde, ich wäre so dran. Ich kann auf jeden Fall nachher mal, ohne Bowlingkugel, den Typen besuchen. Hier, den einen da. Ja, wie ist er denn? Sheffield, genau. Oh, Liga-Bowling-Kegel.
Weil Sheffield will ja eine Nuka-Cola haben und ich habe jetzt Nuka-Cola. So, warte mal gucken hier. Terminal entsperren. Da ist eine Klammer. Falscheintrag entfernt. Sehr schön. Haben wir denn noch welche? Ich sehe gerade keine weiteren, tatsächlich. Kann das denn sein? Nur eine einzige? Nee, oder? Die hatte ich. Aha, haben wir alle verstanden, wann der Zug kommt. Ja, sieht natürlich schlecht aus. Weil, keine weiteren Klammern. Dann versuche ich es doch trotzdem mal. Clans, 0 Treffer. Dann könnte das sein, weil das komplett unterschiedlich ist. Auch 0 Treffer. Clans und Setup kann ich schon mal ausschließen. Das könnte es noch sein. Ein Treffer, oha. CL, das kann es nicht sein, das hat ein S hinten. Setup ist ein S vorne. Das kann es auch nicht sein. Was war das jetzt, was einen Treffer hatte? Flash. Das kann es nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Wie? Das kann es auch nicht sein. Das hatte keinen Treffer. Das kann es auch nicht sein. Boah, jetzt wird es aber interessant. Das hatte keine Übereinstimmung. Das hatte das F vorne gleich. Das ist es, oder? Nee, das ist es nicht. Zugang verwehrt. Sperre einleiten. Schade. Dieses Terminal wurde gesperrt. Es wird in 10 Sekunden zurückgesetzt. Ach, scheiß auf das Terminal. Lass das Terminal, wie es ist. Ich gucke mich ja trotzdem mal noch ein bisschen hier unten um. Vielleicht gibt es ja noch ein paar schöne Sachen zu finden. Oh, da ist noch ein Ghoul. Ich denke, hier sind keine mehr. Ted. Hey, Ted! Nein, Ted ist tot. Aber das ist ja nicht der richtige Ted. Der wird ja mit E geschrieben und der da wurde mit A geschrieben. Ich denke, ich habe hier alle Ghule erwischt. Was erzählen die mir hier für Quatsch von wegen Aufgabe erfüllt? Also wenn, dann soll man wohl hier richtig, ne? Das geht ja gar nicht. Tagebuchfragment. Da muss ich doch gleich mal reingucken. Boah, hier gibt es so viel Zeug. Ich glaube, ich kann direkt wieder entrümpeln gehen. Jeden Moment. Das ist ja der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch noch weniger tragen kann. Ich habe zwar jetzt Leichtbau und so, aber... Also dadurch wiegt meine Rüstung weniger, aber generell, wenn man es hochrechnet, mit Taschen kann ich halt mehr tragen. Aber ich kann mich hiermit einfach schneller bewegen und alles. Und die AP, die ich ja im Nahkampf ohnehin sehr, sehr viel brauche, wollte ich einfach unbedingt haben. Einfach um sicher zu gehen. Cool. Sauberes grünes Kleid. Na toll. Das ist der Bringer. Ey, da hätte ich aber jetzt echt, wenn ich hier durchgelaufen wäre und so, in der Annahme, dass alle Ghule tot sind, hätte das echt schief gehen können. Sind hier noch mehr Ghule? Bestimmt, oder? Das war einmal daneben. Aber wir haben ihn ja geblockt. Aber diese Seuche hier die ganze Zeit, dieses elendige Strahlungsmistkramszeugs, das geht mir so auf den Nerv, ne? Ach, von da kommt ihr! Komm schon! Den ersten habe ich ein bisschen verkackt, aber der zweite war okay. Was macht hier mein Hund eigentlich? Der könnte mir auch mal ein bisschen helfen. Da, ein Arm abgesäbelt hat er. Ja, prügeln wir uns heute mal ein bisschen mit Ghule rum. Ist ja auch mal schön. Mal eine schöne Abwechslung. Da, zack, überladen. Psst. Wie sieht's denn aus, Dogmeat? Du kannst doch. Wo ist denn sein Hundehalsband hin? Das habe ich vorhin schon vermisst. Das ist mir manchmal ein bisschen unklar, wie die Sachen bei dem, manchmal kommt's weg, wenn ich alles... Ich mache ja noch nicht mal alles nehmen bei ihm und, bei ihm mache ich ja auch vorsichtig mit rausnehmen, sodass ich nicht irgendwas rausnehme, was er ausgerüstet hat. Aber weg ist es trotzdem. Was ich jetzt nicht so cool finde. Essen aus der Vault-Tec-Lunchbox. Oh, Zement sagt, sehr schön.
Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ich den ersten Schuss mit der Fernkampfwaffe mache, weil das lockt gleich alle an. Dann brauche ich nur auf die warten. Und die können ja auch mal zu mir kommen. Ich muss ja nicht immer zu denen hinlaufen. Passt schon so. Ist überall Öl. Oh, ein Nuka-Cola Quantum. Geil. Ja, ansonsten, was gibt's denn sonst so Schönes zu erzählen? Ja, von Streams und Co. brauche ich jetzt hier nicht erzählen. Ich könnte jetzt erzählen, dass für heute Abend ein Stream angesetzt ist. Ist ja Samstag, weil ist halt einfach so. Aber wenn das Video rauskommt, ist das ja schon vorbei. Von daher macht das wenig Sinn. Ich will da rein. Ich kann da aber nicht rein. Schade eigentlich. Ja, ansonsten. Oh, gut, dass ich den Schlüssel schon habe. Sonst wäre ich hier wahrscheinlich wieder nicht reingekommen. Was könnte ich denn noch so Spannendes erzählen? Jetzt gibt mir gerade so ein bisschen der Gesprächsstoff aus. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn jetzt totale Action wäre, würde das noch gehen, weil dann könnte man sich darauf fixieren. Aber. Oh, da hängt auch noch ein Nuka-Cola Quantum dahinter. Und ein Cherry auch noch. Schön. Ja. Ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen, aber ich hab's vergessen. Diese Demenz ist so schlimm. Schreitet immer weiter fort. Ein schlimmer werdender Zustand ist das. Oh, ich komme doch auch hier rein damit. Sehr schön. Kann ich doch gleich mal gucken, was hier so abgeht. Oh! Ein Magazin! Perfekt! Na, die sehen ja nett aus. Leben und Lieben. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Begleiter verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Geil. Nuke the Man. The Deviant Festival that is sweet. Kann ich nicht lesen? The Nation. Vielleicht Sweeping the Nation? Würde ich mal tippen. U-Bahn-Marken. Was will ich mit U-Bahn-Marken? Kann ich damit irgendwas Tolles machen? Keine Ahnung. Oh, verdammt. Mensch, ich habe die erste Folge überzogen. Das tut mir sehr leid. Aber wir sehen uns hier direkt wieder.